Und Vincent, damit... wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Gut. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Wir schauen mal ganz kurz nach, ob unsere Ziegen, ob wir die mitgenommen haben oder beziehungsweise ob wir die haben. Einmal kurz gucken, Herstellung. Und zwar Waffengut. Jawohl, haben wir. Und hier auch den Munitionsbeutel. Nee, das war noch der einfache, ne? Welchen hatten wir denn? Fallköcher. Genau, den einfachen hatten wir hier auch. Genau, okay. Verdammt. Dann würde ich sagen, können wir loslegen. Ja komm, lesen wir mal durch. Überprüfe deinen Fortschritt im Handbuchmenü für abgeschlossene Missionen, aktivierte Funktürme und befreite Außenposten und die nächsten Belohnungen. Schnellreise. M-Karte öffnen, dann ein Schnellreisesymbol wählen und Schnellreise durchführen. So, unser nächstes Ziel ist da hinten. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal zu diesem Rauchen, wenn man da diesen Funkturm sieht. So, hab ich eigentlich noch keine Waffe ausgewählt. Ah, jetzt habe ich aber. Wie man diesen Funkturm hier einfach sieht. Wir werden aber erstmal hier zu diesem Rauch hingehen. Und kann man auf die Insel? Ich glaube, ne? Ich glaube, ja. So, einmal kurz heilen. Und, hier auch mal eben nochmal runter. Jawohl. Eieieiei, das war eine Blitztour. Dass wir langsam so ein paar Außenposten befreien, weißt du, um so ein bisschen eine Mission anfangen abzuschließen. Aber dazu müssen wir erstmal rüberkommen. Was haben wir hier? Was? Also hier hatten wir ja bei der letzten Folge die Ziegen geholt. Ziegen erledigt. Wie das aussieht. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier unten rein. Ich sag mal so, es sieht verlassen aus, also ich glaube nicht, dass wir hier auf Gegner treffen. Obwohl, es sieht eigentlich schon leicht bewohnt aus, aber halt verlassen. Eine verlassene Bewohntheit, weißt du? So ungefähr kann man das ausdrücken. Ja, es ist keiner da, okay, alles klar. Dann, können wir hier irgendwie rein. Lass mich da rein, lass mich da rein. Eine Kiste. Sind wir gerade an der Kiste vorbeigelaufen? Ach da, jo. Tatsache, da ist eine Kiste noch gewesen. Hier ist keine. Aber hier ist eine. Ja, da kann man mal schön auf die Karte gucken. Da sieht man dann, wo die ganzen Sachen versteckt sind. Aber nur, weil wir halt die Karte dazu gekauft haben, ne? So, okay. Könnten das Jetski hier nehmen? Bei den... Das Jetski? Ich glaube ja, ne? Ja, das müsste, glaube ich. Ich sehe übrigens zwei Rauchwolken. Eine da, eine da. Ich glaube, das wird in dieser Aufnahme so ein bisschen sein, dass wir so die... Was? Achso. Dass wir die, einnehmen. Hier ist sonst nix. Würde ich sagen... Schwimmen wir mal eben rüber. Da ist ein Palm. Ey, Strand. Ey, super Strand.
jetzt keinen. Guck, wo hier kommt. La 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 la. Ah, das war der Funkturm, den wir eingenommen haben, genau. Echt, da hockt der? Gut, wir sind ja einmal rumgelaufen. Okay, wir sind erstmal sicher. Erstmal, also wer weiß, wie lange. Wer weiß, wie lange. Was haben wir hier? Hübsches. Ist auf jeden Fall keiner drin. Hier ist auch nichts. Wo ist was verwenden können? Da oben ist auch noch so eine Hütte. Da gehen wir auch mal eben schnell hin. Führt auf jeden Fall einen Weg hoch. Ja, muss sein. Die kriegen halt dann so ein bisschen Tierfell. Die greifen uns nicht an. So. Ja. Einmal. Wir brauchen bald wahrscheinlich eine größere Tasche. Fuck! Ich glaube, wir brauchen bald echt eine größere Tasche. So, hier haben wir was drin. Hier haben wir. Okay, das können wir nicht aufnehmen. Aber Bücher sind für uns nicht relevant. Jason kann ja nicht lesen. Das hilft also nichts. Wow, fuck. Ich dachte, da geht's einfach so durch, drüber. Oh nein. Och Mann. Oh Mann. Oh. Er ist ziemlich ungeschickt. Wie man sieht. Ob ich mit den Materialien jetzt hier eingesammelt habe. Oh, okay. Ah, komm. Müssen wir da oben auch gewesen sein. Okay, wir schauen mal nach, dass wir jetzt hier einmal zu diesen Rauchschwarten hingehen. Oder rennen, wie man es halt sieht, ne? Ja, da ist das schon der erste. Oder die erste Rauchschwarte. Ah, wir haben kaum noch Munition. Scheiße. Damit hatte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Okay. So gut. Warte, wie weit sind wir denn von irgendeinem Stützpunkt? Okay. Ein bisschen weit weg. Ein bisschen weit weg von hier, von Amanaki oder halt von Ernards Haus. Nein. Hierhin müssen wir übrigens. Lol. Das hier ist übrigens die erste Rauchschwarte, die wir gesehen haben, und das hier die zweite. Ah, danach hätten wir, also wenn wir den hier frei haben und das hier. Hier ist übrigens ein schöner Steintempel. Dann haben wir halt hier schon mal den Bereich nicht mehr rot. Das möchte ich jetzt erstmal machen. Erstmal alles anvisieren. Der Gestank ist eh nicht zum Aushalten. So, wir markieren jetzt erstmal alle und dann schieße ich gleich halt den Käfig auf. Und ich hoffe, dass der Tiger dann das Problem ist. Wir gehen am besten dann darauf. Ich meine, von da kann man. Ich glaube, von da oben kann man auch was sehen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich kann die Treppe nicht mehr sehen. Fuck.
schnell da hoch. Ah, die sollten uns jetzt eigentlich nicht zu sehr sehen. Munition! Munition? Nee, Munition nicht, doch nicht. Ah, verguckt. Scheiße. Hä? Hä? Was? 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 Ach da! Kurz warten, dass sie vorbeifahren. Scheiße, ich habe den Tiger verpasst. Okay, wir haben geschossen. Vielleicht kommen sie so ein bisschen hinter uns her. Nein! Ich habe keine Munition mehr. Ah, geil. Also, wir halten die mal ganz kurz. Dann komme ich frei. Hat der letzte sich in die Luft gesprengt? Bitte was? Ich wollte jetzt eigentlich meine AK wieder aufheben. Ja. Hä? Ich kann die AK nicht aufheben, Boss. Ich kann die fucking AK nicht aufheben, dann muss ich erstmal zum Shop rennen. Ich bin bewaffnet. Das schaffe ich schon. Stell dir vor, ich auch. Was haben wir hier? Haben wir hier das einmal? Munition, ein Medikit. So, okay. Erstmal hier Sturmgewehre. Am Wand klicken. Was? Die AK ist ausgerüstet? Wie? Ausrüsten, ausrüsten. Ah, wir haben jetzt zwei Waffen statt zwei. Das ist geil. Das ist gut. Daran habe ich gar nicht dran gedacht. Weil die AK lag ja auch eine AK auf dem Boden. Ich gucke mal gerade. Scharfschützengewehre hätte ich hier richtig Bock drauf. Was haben wir denn zum Verkaufen? Ja, mal hier ein bisschen was verkaufen, ne? Ein bisschen an Geld kommen. Aber wir werden davon natürlich nichts kaufen. Außer Munition. Munition werden wir erstmal auffüllen. Ah, warte, ich guck mal gerade. Ich überlege gerade. Brauchen wir eine Schrotflinte? Ja, komm, gehen wir auf Schrotflinte, weil gehen wir auf Schrotflinte. Was haben wir denn überhaupt für eine Schrotflinte gerade? Schrotflinte? Ja, passt schon. Passt schon. Genauigkeit jetzt nicht so, aber der Schaden ist ganz gut, ne? Dann passt das Ganze schon. So, hier drin war jetzt sonst nichts, ne? Ah, da doch, da. Scheiß Piraten. Alles Schweine. Schweine, richtig. Schweine ist denn das? Ja, alles Schweine. Dreckige Schweine. So, okay. hier ist noch was gewesen. Nein, da nicht. Da. Soll ich die Piraten plündern, weißt du? Dafür bin ich gemacht. Kletter? Ja, wie sieht die Waffe cooler aus? Die ist weiß.
Wo ist denn eigentlich der... Jetzt geht's los! Fohlen, der da drin war. Hier. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir machen uns dann zum nächsten Lagerfeuer auf. Natürlich zu viel Fuß, wir sind cool. Und wir müssen uns mal eben... Oh, hat man doch noch eine dabei. Ich überlege irgendwann mal vielleicht hier hinzugehen, aber jetzt glaube ich noch nicht. Jetzt noch nicht, wir werden auf jeden Fall erstmal... So, must. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir... So. Wenn wir das erste Scharfschützengewehr frei haben, das werde ich instant einpacken. Scharfschützengewehr, beste finde ich. Ist einfach richtig, richtig geil. So, das ist einfach nur... Okay, das ist einfach nur ein Strandhäuschen, weißt du. Ist auch schon wieder so eine Kanone. Was ist denn hier los, Alter? Sind wir im Krieg oder was? Hä? Wo kam? Können wir hier Poker spielen? Kurz mal ganz kurz gucken. Wow. Na komm. Bestes Sound ever. Kann man hier Poker spielen? Ernsthaft? Will ich gleich mal direkt nachgucken. Vielleicht spielen wir mal eben eine Runde Poker. Habt ihr Lust? Habt ihr Lust? Ich will da mal testen, ne? Ein bisschen eine Runde Poker spielen. Willst du rein? Ich bin schon drin. Kann ich hier noch was machen? Irgendwie sowas klauen oder so? Oder? Ach du Scheiße. Weil die machen gar keinen Zaun, wenn ich hinfahre. Komm, Anfänger. Mal schauen, mal schauen. So, die Karten sind verteilt. Komm. Ach du Scheiße, was ist das für ein Platz? Meine recht Fold? Ah, Fold, ja. Toll. Machen wir das etwas spannender. Ich calle. So, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ernsthaft? Race. Ich calle. Da hätten wir mitgehen können. Da hätten wir schon 3 Fünfer gehabt. Och Mann. Gut, die 8 hätte uns jetzt nicht viel geholfen. Ich checke. Race. Ich gehe mit. Fett erstmal wohl hin. Hand beendet. Full House und 2 Paare. Du machst doch wohl Witze. Ernsthaft, das Full House hätten wir auch gehabt. Was ein Scheiß, ey. Was ein Scheiß. Alles klar. Was ein Scheiß. Ich calle. Und das überspringen wir mal ganz kurz. Okay. Wir schauen mal nach. Was haben wir? Ja, ja. Können wir machen. Wir callen einfach mal mit. Calle. Dann gehe ich mit. Ich gehe mit. Ich check mal. Und dann schauen wir nach. Ah. Check. Ich erhöhe, aber hallo. Das Ass hilft schon mal. Aber sonst haben wir jetzt nichts. Komm, wir gehen einfach mal mit. Gehen einfach mal mit. Danach beenden wir aber auch. Das war auch ein bisschen weiter in die Story gekommen. Ich wollte das einfach mal testen. Aber wenn wir richtig Langeweile haben, können wir uns hier einfach beim Kartenspielen vergnügen. Ich checke. Ja, check. Auf jeden. Check. Tja. Kann man es mit einer 3er 609 anfangen? Checker. Ah, er hat ein paar, ich hab ein Drilling. Ja, mich am Arsch. Schön.
Das brauchte ich. Ne, mein Lieben? Ja, die Kamera, okay, da kann man sich jetzt drüber streiten. Der Buy-in-Betrug. Geil. Sehr schön. Wir haben ein bisschen Geld gemacht. Mit mehr Glück als Verstand, weil ich kein Poker 0. So, okay. Wir haben aber jetzt eine neue Aufgabe. Oh, noch eine Insel. Und Scheiße. Hier eine geile Insel. Hier ein geiler Turm. Da sind die nächsten Rauchschwarten. Da hinten haben wir auch noch eine. Boah, Jungs. Ihr könnt ruhig weiterfahren. So, mal ganz kurz auf die Karte gucken, ob wir jetzt hier hin müssen. Ja, wir müssen halt hier rüber. Die anderen Rauchschwarten, die wir gesehen hatten, die waren... Das waren die hier. Oh. Okay. Die können wir auch mal eben rüber schwimmen. Das ist ja hier kein Thema, ne? Da fährt hier alles aufmerksam machen, was im Wasser schwimmt. Ey, du hörst direkt, ob das Gegner sind oder nicht in den Autos. Du hörst es einfach direkt. Was ist das? Ah, hier waren wir schon. Jetzt gucken, was ist. LOL. Ah, komm. Muss ich beeilen. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich würde gerne darauf. Aber schauen erstmal so. Na, komm jetzt. Wie weit kommen wir, wenn wir hierher laufen? Hier geht wieder viel auf Markieren. Finde ich beispielsweise ein Scharfschützengewehr richtig geil zu markieren. Oder halt erhöhte Punkte. Hier ist einer. Scharfschütze. Da sind noch zwei. Kann ich beide nicht markieren. Okay. Ah, hier ist einer. Wir haben Fähigkeitspunkt verfügbar. Ernsthaft? Okay, schnell. Schauen wir mal nach. Wo haben wir es? Fähigkeiten da, oh mein Gott. Lesen, hallo. Okay, wir wollten ja erstmal auf Heilung gehen. Deswegen machen wir erstmal verbesserte Hilfe, erste Hilfe und erstmal hier die Punkte durch. Hat man ja gesagt. Eventuell notfalls, wenn wir was brauchen, können wir es ja schnell mal machen. Also wir müssen zuerst dieses
Dingens ausschalten, diesen Lautsprecher. Deaktiviert. Jetzt heißt es nur alle Feinde einmal. Und bleib stehen. Normalerweise mit Scharfschützengewehr hätte ich das gerne weiter hinten gemacht. Erst vorher Alarm auslösen. Die Alarm ausschalten, dann zurückgehen nach hinten und dann von hinten. Ah, da oben, der hat ein Scharfschützengewehr. Da war doch ein Scharfschütze. Ah, komm. Wir werden dafür sorgen, dass er ja, Mann! Okay, mal ganz kurz Waffe 2 nehmen. Geil! Die nehmen wir auch gleich mal eben auf, dann haben wir die auch frei. Jetzt wird geschossen, meine Freunde. Ich habe jetzt gerade richtig Bock, diese scheiß Dinge einzunehmen. Wir haben den Außenposten, aber es gibt immer noch Arbeit. Der Außenposten gehört uns, aber es gibt noch mehr Arbeit. Sieh auf der Aushangtafel nach. Alter, du bist so fett, weißt du das? Früher war es so schön. Die haben wir ja, glaube ich, schon, ne? Genau, die haben wir schon. Ein Gabelstapler im am Strand. Der Familie geht's gut. Wirklich? Ernsthaft? Hä, was? Achso, klettern. Hier ist noch was. Dafür kann ich eigentlich auch die AK in die Hand nehmen. Bin ich ein bisschen sicherer. Schöner Steg haben sie hier. Bäh. Kamerasteuerung. Lol. Gut, da war jetzt mal die Maus nicht dran schuld. Da war ich dran schuld. Du Schießen. Dafür bin ich gemacht. So, was genau? Wir füllen erstmal Munition. Hallo? Erstmal Munition auffüllen. Und erstmal gucken, was wir hier so alles haben. Hier haben wir was. Wer ist der Mann? Medikits. Geil. Alles klar. Dann würde ich sagen, oh, wir haben richtig Cash gemacht. Erstmal hier alles verkaufen, was wir nicht brauchen. 1500, alter Schwede, wir müssen Geld ausgeben. Tja. Kauf dich möglich, Munition ist voll. Ernsthaft? Was ein Scheiß.